Hey Leute, was geht ab? McDonald's oder Pizza? McDonald's. Entschuldigen Sie, wo ist denn hier der Kiosk? Gleich hier vorne. Da vorne direkt? Ja, kannst du hier gleich hin. Vielen Dank. Super nice. Und den wollte ich schon immer mal ausprobieren. Wisst ihr, ich muss eigentlich zwei Azubis hier treffen, aber was soll's, das ist geil. Drei Big Macs. Hey, du musst Davis sein. Krass, das ging schnell. Du bist Fabian, oder? Richtig. Oh, das ging wirklich schnell. Ja. Du hast noch viel Energie. Sag mal, in welchem Lehrjahr bist du eigentlich? Ich mache gerade die zweijährige Ausbildung, bin allerdings schon im letzten Jahr. Letzten Jahr? Zur Fachkraft im Gastgewerbe, genau. Sag mal, ist jetzt eine bisschen private Frage, aber ja. Hast du einen Lieblingsmilchshake? Mein Lieblingsmilchshake ist der Erdbeermilchshake. Erdbeer? Hm? Vor allem im Sommer. Hey. Oh, wo kommt der immer her? Hey, Davis, freut mich, dich kennenzulernen. Du bist... Ich bin Nancy. Die Auszubildende auch? Genau, ich bin cool. Im zweiten Lehrjahr, mache eine Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie. Sag mal, wolltet ihr eigentlich schon immer zu McDonald's oder hat sich das so ergeben? Ich bin eigentlich ganz zufällig dort. Ich wollte nur 2 Monate bei McDonald's arbeiten, vorübergehend. Und wie lange bist du jetzt dort? Mittlerweile bin ich schon 5 Jahre fünf jetzt Jahre. Dort. Also es macht dir so viel Spaß, dass ja. Du da jetzt viel länger geblieben bist ja. Als geplant. Also ich möchte auch nicht mehr weg dort. Okay, cool. Bei dir auch? Bei mir war es tatsächlich auch spontan. Also okay. Ich wollte einfach nur so ein bisschen neben der Schule noch ein bisschen was verdienen und so. Klar, ja. Und ja, jetzt bin ich auch schon mittlerweile seit 7 Jahren dabei. Ja, geil. Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Irgendwie, was geht hier so ab bei euch? Ja, also hauptsächlich unterstütze ich die Schichtführer, helfe ihnen beim Kassenabrechnen und teile die Mitarbeiter ein, an welcher Position sie stehen sollen, also so arbeiten ein sollen. Auch so ein bisschen? Genau. Okay. Hast schon eine kleine Führungsposition quasi. Okay, krass. Wie sieht dein Arbeitstag aus? Bei mir sieht es so aus, dass ich an verschiedenen Stationen arbeite. Das heißt, ich bin mal in der Küche, ich bin mal im McCafé, mal im Drive. Und das macht für mich die Ausbildung halt auch abwechslungsreich, weil es halt nicht so ist, ja okay, ich stehe jetzt 8 Stunden an der Kasse und kassiere quasi einfach nur ab, sondern ich kann halt wirklich immer wechseln oder werde halt auch mal woanders eingeteilt. Kannst du es dir auch aussuchen tatsächlich ein bisschen oder das wird wahrscheinlich eingeteilt, ne? Eingeteilt oft, aber ja. Ich kann auch, wenn ich sage, okay, heute habe ich Lust auf den Drive zum Beispiel, ja, dann kann man immer gucken, okay, passt das, kann man wechseln und genau. Oh, cool. Okay, das heißt, ihr arbeitet an ganz verschiedenen Orten. Habt ihr denn irgendwie so einen Lieblingsort, wo ihr euch am wohlsten fühlt? Warum ist das McCafé dein Lieblingsort? Das McCafé ist für mich was ganz Besonderes, vor allem, weil wir dort auch viele Stammgäste haben. Hm. Und man redet halt ganz viel mit denen, morgens auch in der Vorbereitung. Kennst du die schon ein bisschen privat vielleicht? Genau, es gibt tatsächlich Leute, die kommen einfach auch jeden Tag. Ach geil, okay. Und jeden Morgen sogar, also das ist halt... Also kennst du schon mit Namen, cool, weißt genau, was sie so machen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich liebe es einfach, den Gästen ein bestimmtes Geschmackserlebnis zu vermitteln. Wenn die einen schlechten Tag haben, kommen die holen einen Cappuccino. Ja, holen ja einen Cappuccino, Latte Macchiato, vielleicht noch einen Shot rein und dann haben die einen guten Tag. Ja, ja ist echt immer schön anzusehen. Was mögt ihr beide denn besonders an eurer Ausbildung? Ja, also ich liebe es zum Beispiel, wenn der Gast hier reinkommt, der grinst sich an und hat man gleich gute Laune. Man kann sich auch mal so einen Smalltalk unterhalten. Sind die gut drauf hier so, einige? Ja, also es gibt immer mal, ja, wo man sagt, normal. Okay, man hat einen schlechten Tag, ja, aber ansonsten der Großteil, die sind alle ganz nett. Also ich freue mich tatsächlich immer, wenn ich zur Arbeit komme, auf mein Team. Ja. Weil, bist du eng mit deinem Team? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben immer Spaß, egal wann, ob es stressig ist, ob es gerade ruhiger ist. Mhm. Also wir machen uns auch immer selber Motivation, sodass wir halt sagen, okay, Leute, wir sind zusammen, wir stehen das zusammen durch, genau. Regt euch irgendwas auf bei der Ausbildung? Gibt es da irgendwas, was ihr nicht so cool findet? Ja, das Einzige, was wirklich manchmal sehr schwer ist, das ist der Schichtdienst. Okay. Andere gehen am Wochenende zum Beispiel feiern und wir stehen dann auf Arbeit, aber es ist halt auch immer ganz lustig, die kommen dann immer zu uns und dann... Also das frühe Aufstehen dann sozusagen auch ein bisschen... Ja, also wir stehen ja sehr zeitig auf, ja, aber wenn man dann hier auf Arbeit ist und man hat strahlende Gesichter dann und das Team dabei... Das ist schon okay. Und bei dir? Aufregend tut mich eigentlich so gut wie gar nichts. Lügt mich nicht an. Nein, wirklich. Ja, wirklich? Ja, also okay. Ich bin immer fröhlich. Es gibt natürlich stressige Tage, da ist man dann natürlich auch ein bisschen ernster dabei. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dein Team ist sehr eng genau, und so. Das genau, dadurch, dass auch man halt das Team hat, finde ich, macht das Ganze einfach auch noch mal leichter. Also man wird dann halt noch ein bisschen entspannter dabei. Ja. Ist zwar trotzdem wirklich, ne, man rennt da hin und her und alles, ja, ja. Aber... Das funktioniert dann ganz gut. Ja. Okay, cool. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Was macht ihr eigentlich privat so? Geht da auch viel bei euch ab?
Ich tanze, ja. Du tanzt? Mhm. So richtig, so Hip-Hop, Jazz, richtig, Funk, richtig, Soul, richtig. Blues, Rock'n'Roll, alles durch so. Komm doch einfach mit, ich zeig's dir. Das war ein wirklich geiler Jam. Tanzt du schon lange? Wirklich schon seit 13 Jahren jetzt. 13 Jahre? Ja. Oh, das ist aber schon lange. Ja. Machst du das in Wettbewerben richtig oder rein als Hobby? Oder? Genau, also wir gehen jedes Jahr auf Meisterschaften. Es gibt verschiedene Meisterschaften. Das ist alles Hip-Hop. Also okay. Ist alles dasselbe. Also machst du hauptsächlich Hip-Hop-Tanz? Genau, oder? Hauptsächlich Hip-Hop. Mhm. Das mache ich auch mal in meiner Gruppe. Okay. Wir sind 20 bis 32 Leute ungefähr. Genau, und dann fahren wir mal so durch Deutschland. Wir sind auf nationalen Meisterschaften, wenn wir uns dann qualifizieren. Natürlich auch auf internationalen Meisterschaften. Also Weltmeisterschaften, richtig? Weltmeisterschaft, krass, genau. Okay. Da war ich tatsächlich jetzt auch. Geil. Zweimal habe ich getanzt. Und geil. Einmal war ich mit meiner Kinderformation da. Geil. Du unterrichtest auch, ja? Ich unterrichte auch, genau. Wie ist denn das eigentlich, wenn du immer so viel am Tanzen bist und das so ein Riesending von dir ist? Ist das cool für deinen Chef wegen dem ganzen Arbeiten? Passt das dann noch? Ja, auf jeden Fall. Also er war auch schon mal bei einer Veranstaltung dabei. Hat dann auch zugeguckt und man merkt halt auch, wenn dann so ein Chef zum Beispiel stolz ist, er lacht dann halt auch und grinst und ist halt selber auch stolz auf einen. Das ist cool. Und genau, also ich bekomme auch... Ist er auch ein Fan sozusagen? Ja, könnte man so sagen. Also cool, okay. Mein Team unterstützt mich auf jeden Fall auch, mein Chef, mein Team, es sind alle hinter cool. mir. Und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Hast du irgendwelche Zukunftspläne jetzt? Oder? Ich möchte jetzt auf jeden Fall mein zweites Lehrjahr erfolgreich abschließen und wechsle dann in das dritte Jahr. Das ist quasi die kaufmännische Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie. Cool, Alter. Ich wünsche dir alles Gute fürs dritte Lehrjahr und auch danke, beim Tanzen. Danke. Danke dir. Ich geh jetzt rüber zu Nancy. Ja. Ciao. Wir sehen uns. Hey, na, was geht? Okay, ich komme mal dazu. Also... Du springst gern Trampolin? Ja, ist mega, oder? Ja, mega. Ist das so der Ausgleich von McDonald's, sodass du ein bisschen Frust ablässt? Wenn der Arbeitstag mal nicht so gut war, dann komme ich einfach her und dann geht's los. Ja, ist anstrengend, so nach 3 Stunden. Ja. Ein bisschen krass. Weißt du, Trampoline sind wie Beziehungen. Ich habe kein Trampolin. Das ist ja fast wie in der Sportschule hier. Apropos Schule, das ist eine geile Überleitung. Wie läuft's eigentlich in der Berufsschule? Sehr schlecht. Sehr schlecht? Ja, ich habe nur 5 und 6. Wirklich? Nein. Wow. Wie läuft's denn? Also eigentlich ganz gut. Schule ist sehr gut. Was magst du da besonders dran? Was lernt man da krasses? Ja, wir lernen zum Beispiel ganz viel Kaufmännisches, also alles, was man später auch wenn man ein Restaurant leitet, auch wissen sollte. Ach krass, das und, auch? Ja, okay. Klar. Okay, und dann lernst du zum Beispiel auch die Lebensmittelsicherheit und okay. die Hygiene. Was würdest du sagen, was sind so die Vorteile in der Ausbildung, was magst du da besonders? Also ich finde es sehr gut, dass man sich sehr schnell hocharbeiten kann. Also ich mache jetzt meine Ausbildung, die geht 3 Jahre. Wie lange Jahre. Machst du das schon? Also ich bin jetzt 5 Jahre bei McDonald's, mache okay, jetzt 2 Jahre meine Ausbildung Ach, schon. Geil, okay. Und ja, man kann sich sehr schnell hocharbeiten. Cool. Das finde ich sehr gut. Willst du auch nach ganz oben oder was sind so deine Pläne? Ja, also mein Plan ist erstmal meine Ausbildung zu Ende zu bringen. Ja. Und dann würde ich gern vielleicht mal ein Restaurant leiten. Oh, geil. Ja. Das ist ja fett. Aber du wirst erstmal wahrscheinlich bei McDonald's bleiben jetzt, ja, ne? Sehr cool. gern. Ich habe Ketchup im Blut, hallo. Also macht Spaß, es ist ja. in deinem Blut drin. Geil. Ja, Mann. Sag mal, das Bewerbungsgespräch, wie lief das eigentlich? Das war ganz entspannt. Ich wurde früh angerufen, war ich Nachmittag zum Vorstellungsgespräch und am nächsten Tag hatte ich schon Probearbeiten und seitdem bin ich bei McDonald's. Am nächsten Tag direkt? Ja. Das klingt ja entspannt. Geil. Ja. Boah, weißt du was? Immer wenn ich ausatme, bekomme ich richtig krass Hunger. Wollen wir noch was essen gehen? Bei McDonald's? McDonald's, ja. Aber so leicht kommst du immer nicht davon. Wir müssen noch einmal springen. Da rein? Ja, da rein. Komm, das ist die Ich guck's mir mal an. Okay.